Hey und herzlich willkommen zu dem heutigen Video von mir. Ich zeige euch heute die Presets. Das ist der zweite Teil meines Nectar Tutorials. Falls du das nicht gesehen hast, in der Beschreibung ist auf jeden Fall der Link zum ersten Teil. Wir bleiben heute im gleichen Song. Ich zeige euch einfach die Presets, die ich vorbereitet habe und was man da umsortieren kann und umstellen kann, damit man damit den eigenen Sound halt erreichen kann, den man halt haben will. Und die ganze Spur klingt jetzt einmal so. Ich habe jetzt eine andere Stelle genommen. Wir waren die ganzen Nächte voll. Es ist also wieder eher so die Trap-Richtung. Also viel Autotune, was wir natürlich brauchen. Ich öffne halt hier Nectar 3 von Isotope. Und anstatt, dass wir jetzt auf den Vocal Assistant gehen, klicken wir auf die Presets. Dann öffnet sich hier ein Folder. Ich zeige euch nachher auch, wie ihr den da reinbekommt. Das schicke ich euch dann. Schreibt mir auf Instagram, ich schicke euch das zu. Ansonsten, ich zeige auch alles, was ihr könnt jetzt nachtweaken, könnt ihr jetzt das Programm öffnen und euch das dann genauso einstellen. Ich habe hier ein paar verschiedene Presets offen. Wir klicken uns einfach mal durch. Ein paar sind natürlich für Adlibs gedacht, ein paar sind für Main Vocals gedacht. Wie gesagt, Vintage, es gibt einen Phone-Effekt, dann Moving, das ist halt eher vielleicht für Doppels oder sowas. Modern und noch einmal Clean. Und ansonsten auch noch einiges, wir schauen uns einfach ein paar an. Baby, wir waren die ganzen Nächte voll. Wir fahren in die Städte, wenn wir wollen. Wenn sie mich hätte, wär sie stolz. Denn sie weiß, die Kette ist aus. Baby, wir waren die ganzen Nächte voll. Wir fahren in die Städte, wenn wir wollen. Wenn sie mich hätte, wär sie. Denn sie weiß, die Kette ist aus. Das Gold zing mich, das weiß ich doch kein Brett. So klingt das Ganze. Es klingt, wie gesagt, ein paar sind halt wirklich sehr effektlastig, ein paar sind ganz normal. Und wir fangen an mit Warm Walks. Was habe ich gemacht? Wie gesagt, Pitch bleibt gleich. Muss man halt immer einstellen, den Key und auch das Vocal Register. Ich habe es jetzt hier auf der Mitte und ich ziehe das Ganze auch mal ein bisschen rüber. Danach das Gate habe ich nicht aktiviert, weil es ist immer unterschiedlich, wie das Mikrofon rauscht, was da für Hintergrundgeräusche sind. Kann man einstellen, raufziehen und wie man das halt braucht. In dem Fall braucht man es nicht. ESS habe ich so eingestellt, dass der immer so ungefähr so 5 dB rausnimmt. Schau mal. Okay, jetzt in dem Fall zwischen 5 und 10 dB. Danach bei dem hier ist der Low-Cut nicht so extrem gesetzt. Ich booste hier auch eher die Mitten anstatt nur die Höhen. Der Kompressor ist recht stark reingefahren. Die Kette ist aus. Der erste zumindest. Dann beim zweiten habe ich ein bisschen analogen Sound drauf, um das Ganze wärmer zu machen. Man kann hier auch, also zwischen Tape und Tube vielleicht und Warm kann man da vielleicht ein bisschen abwechseln. Das Ganze kann man dann reinfahren, hier wie man es will, dazu mixen und hier noch den Amount einstellen. Zweiter Kompressor rundet das Ganze nochmal ab. Und danach noch ein leichtes Delay, leichten Reverb, schaut so aus. Danach Vintage Vox, da kann man die Saturation ein- und ausschalten, wie man es will, ohne klingt so. Die ganzen Nächte voll, wir fahren in die Städte, wenn wir wollen. Als Kompressor habe ich hier den Vintage-Modus drinnen, dann De-Esser, wieder ganz normal. EQ, diesmal ziehe ich hier bei 3K was raus, booste die unteren Töne, weil ich das halt simulieren wollte, dass halt früher die Mikrofone keine Low-Cuts oder halt eher weniger hatten. Deswegen habe ich das jetzt hier so gemacht. Kann man natürlich umstellen, wie man es braucht. Zweiten Kompressor noch, dann leichtes Delay, nicht zu viel, reingefahren mit 10. Das nächste wäre Phone Vox, vielleicht für ein paar Adlibs ganz interessant. Baby, wir waren die ganzen Nächte voll. Das Einzige, was ich euch da eigentlich zeigen muss, ist der EQ. Der erste EQ schaut so aus, diesmal dynamisch, um die Mitten rauszunehmen und die Höhen. Danach fahre ich den Kompressor rein und erst im zweiten EQ haue ich dann diesen Telefoneffekt drauf, der sieht so aus. Saturation habe ich auch drauf auf Tube. Von den Höhen her habe ich es ein bisschen abgeschnitten, damit es nicht zu schrill klingt, sondern halt wirklich dumpf. Moving Vox, ja, habe ich drinnen. Born. Wird man wahrscheinlich nicht brauchen. Dimension habe ich dabei. Wenn sie mich hätte, wäre sie stolz. Sonst ist es ganz normal. Und das, wofür sich die meisten wahrscheinlich von euch interessieren, wäre die Modern Vox, also wirklich Trap-lastig, viel Kompression. Ich lasse es mal laufen. Baby, wir waren die ganzen Nächte voll. Wir fahren in die Städte, wenn wir wollen. Wenn sie mich hätte, wäre sie stolz. Denn sie weiß, die Kette ist aus. Dass du mich zinge bist, das weiß ich, doch kein Stress, Baby. Ich bleib nicht deine Freundinnen, sind neidisch, denn sie wissen, dass du nice bist. Wie gesagt, man kann an einigen Sachen noch herumregeln. Hier habe ich wieder zwei EQs drin. Den ersten habe ich hier eher zum Rausnehmen und einen starken Low-Cut gesetzt. Der zweite bearbeitet das Ganze noch dynamisch. Das bedeutet, ich nehme dynamisch noch ein paar Tiefen weg, schaue mir die unteren Mitten an und booste dann ganz leicht die höheren Teile. Die Kette ist aus. Und natürlich wieder zwei Kompressoren reingefahren.
Optical und Digital. Dann Distvox, also für Distorted Vox. Wir fahren in die Städte, wenn wir wollen. Wenn sie mich hätte, wär sie stolz. Kann reingefahren, wie man will. Hier ist auch ein stärkeres Delay jetzt drauf. Danach die Clean Vox. Ist auch wie die Modern Vox, nur dass da noch ein bisschen, ja, es ist nicht zu stark komprimiert. Wir fahren in die Städte, wenn wir wollen. Wenn sie mich hätte, wär sie stolz. Denn sie weiß, die Kette ist aus. Dass du ich Single bist, das weiß ich doch, kein Stress, Baby. Mit dem kann man auf jeden Fall auch arbeiten. Und dann nochmal Broken Phone Sound für vielleicht wieder ein paar Adlibs oder für ein paar Background Vocals. Ich will es gar nicht durchlaufen lassen, weil wenn man das wirklich ernsthaft draufhaut, dann tut es in den Ohren schon fast weh. Deswegen lasse ich das auch. Das wäre es eigentlich dazu. Wie gesagt, hier sind einige Sounds drauf, mit denen man sich halt sozusagen eigentlich auch austoben kann. So, und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Und zwar kann man das eigentlich alles schließen. Schließt am besten das Programm. Ich schließe dabei nur das. Und dann schicke ich euch einen Ordner. Also entweder ihr habt euch jetzt alles rausgeschrieben oder ich schicke euch den dann. Und das schaut dann wie folgt aus. Ihr zieht den Ordner hier rein, entpackt ihn natürlich. Und zwar ist das hier die ganze Geschichte. Ihr geht rein bei Dokumente, Isotope Nectar 3 Presets. Dort habt ihr eigentlich auch die ganzen Presets, die schon von Isotope dabei sind. Also bei Music sind hier auch einige Presets dabei, wo man sich durchklicken kann. Und hier sind dann meine Presets. Die haut ihr einfach rein, startet das Programm neu und schon habt ihr hier dann euren Ordner, wo man die ganzen Presets hat. Und dann könnt ihr euch durchklicken. Das wäre es eigentlich schon mit dem Video, ganz kurz. Und ansonsten abonniert den Kanal, schreib mir auf Instagram, falls du Fragen hast oder falls du willst, dass ich dir was mixe oder irgendwas anderes brauchst. Und wir sehen uns im nächsten Video.